Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3 hier aus Estoril. Wir haben einigermaßen gutes Wetter. Vielleicht spielt es heute noch ein bisschen mehr mit. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall heute zum Fahren gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Rennstrecke. Die Sonne scheint, ist noch ein bisschen bewölkt. Und auch, weil es gestern Abend geregnet hat, eben hier noch ein bisschen nass. Die Racing School fährt schon. Es sind relativ wenig Teilnehmer da. Sprich, wir haben das ganze Wochenende jetzt anscheinend freies Fahren. Wir werden noch ein Langstreckenrennen wahrscheinlich haben und ein Sprintrennen. Schauen wir mal, wie der Zeitplan dann ausschaut. Genau, jetzt heißt es erstmal noch ein bisschen warten, bis die Strecke trocken ist. Und solange können wir auf jeden Fall schon mal die Sonne genießen und ein bisschen der Racing School zuschauen. Kurzes Update hier. Ich bin gleich im ersten Turn gestürzt, deswegen habe ich heute fast gar nichts gefilmt. Ja, richtig doof gelaufen. Ich blende euch hier mal mein Bike ein. Ist leider komplett kaputt. Genau, jetzt schauen wir mal, was ich morgen mache. Vielleicht ja, gibt es irgendwie eine Lösung, wo ich noch ein bisschen fahren kann. Aber jetzt ja, genieße ich erstmal noch ein bisschen hier die Sonne und schaue den anderen ein bisschen zu. Ich filme euch die anderen noch ein bisschen ab. Wunderschönen guten Morgen hier von Tag 4 aus Estoril. Ich habe gestern leider gar nichts mehr gefilmt. Ich habe mein Bike noch zerlegt, habe schon die erste Ersatzteile bestellt, weil es geht im Mugello Mai schon wieder los. Genau, die anderen fahren aber noch und jetzt filme ich euch heute auf jeden Fall ein bisschen was mit. Schon fast alle zu Ende. Wir konnten tatsächlich heute die ganze Zeit fahren, was sehr, sehr nice war. Morgen wird es nach Lissabon gehen. Da schauen wir uns ein bisschen die Stadt an. Wir haben ja morgen einen Off-Day. Und genau, jetzt fahren wir dann alles zurück ins Hotel. Ich bin auch noch ein bisschen gefahren und kriege wieder einigermaßen das Vertrauen hin. Genau, der Rest ist auch super unterwegs und haben alle hier mega Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 5 hier immer noch aus Portugal.
Heute spielt das Wetter wieder einigermaßen mit, aber heute haben wir unseren Off-Day. Gestern Abend hat es noch geregnet gehabt. Das Meer, wie man sieht, ist auch noch etwas stürmisch. Heute geht es auf jeden Fall nach Lissabon. Ich selber war noch nie in Lissabon. Wird auf jeden Fall nice. Ich nehme euch wieder mit und schauen wir mal, was wir so sehen. Bounce for a second, let me tell you why I'm stressing. Don't know who to be, thought I was a better me. That's just not it, truthfully. Feeling like I'm losing me. What the hell I do to me? Really, this so new to me. Please promise, don't look at me. Sometimes gotta check yourself, rebuild and wreck yourself. Should've never bought that belt, should've put it back in my music. But I was just going through it, power I tend to abuse it. Myself to often lose it, I've been faking, you knew it. Feeling like I blew it, now I got a new hit, new hit. If I'm gonna flex my highs, gotta showcase when I'm low. I just pray one day that I really blow, coming right back to the real me though. They just wanna see how the story unfold. I control the narrative and how that go. They just want top, but they don't know. Wir sind angekommen in Lissabon. Schauen wir mal, was wir machen. Wir haben noch gar keinen Plan, wo wir hingehen, wo was wir sehen wollen. Wir haben ja schon die Christusstatue gesehen und die Kompasso da Gama heißt sie. Ja. Mitro. Underground. Schauen wir mal, was wir machen. Wir machen jetzt hier so eine City Sightseeing Tour. Wir haben uns überlegt, für den einen Tag sieht man so mit am meisten. Da kann man mal also so eine Hop-on-Hop-off-Tour, sprich, wir können außen einsteigen, wann wir wollen. Und so, glaube ich, sieht man am meisten von der Stadt. Und ja, schauen wir mal, was wir uns alles anschauen. Genau, wir sollten der Butterfest kommen und dann fahren wir los. Hier sehen wir das Rathaus von Lissabon. Wir sind jetzt endlich auf der Hop-on-Hop-off-Tour. Und ja, schauen wir mal, was wir alles sehen. Mega. You get success when you do you. I'm wise like guru. Lil Marco, who knew? Same kid, but his shoes new. Now they all wanna do you. Like do you say? They playing them games. And that is a shame. 'Cause all the time I've been lost in my brain. They playing them games. And that is a shame. 'Cause all the time I've been lost in my brain. Wir sind jetzt gerade mal kurz ausgestiegen. Wir wollen nämlich eine andere Route nehmen, die geht aber erst in einer Stunde. Die fährt nämlich darum, wo wir vorher die Sachen schon im Zug gesehen haben. Gut, ich halte euch auf dem Laufenden, wir gehen jetzt ein kleines Café, trinken ein bisschen was und warten, bis die andere Route da ist. Wir sind auf jeden Fall jetzt beim Tor de Belém. Hier ist Rio Tejo, glaube ich, heißt der. Genau, das ist das offene Meer und das ist ja dann der Fluss, der nach Lissabon reingeht. Wir sind jetzt also relativ weit außen von Lissabon und hier haben wir das Tor de Belém. Gegessen. Jetzt sind wir hier wieder an so einem Hop-on-Hop-off-Punkt.
und steigen jetzt dann wieder in den Bus ein und fahren dann wieder zurück zum Zugbahnhof und dann auch zurück ins Hotel.